Guten Morgen. Heute ist Samstag, der 27. März 2021 und ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Strickpodcast von Karos Fadenreich. Ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr vorgestellt, das hole ich jetzt nochmal in jeder Folge nach. Ich heiße Carola, komme aus dem schönen Siegerland, bin 50 Jahre alt. Bin schon 30 Jahre verheiratet, habe zwei wunderbare Söhne großgezogen, habe eine Schwiegertochter dazu bekommen und ja, wir sagen ja immer ganz liebevoll, sie ist unser Corona-Highlight. Unsere kleine Enkeltochter ist noch dazu gekommen. Ja, wir wohnen hier im Siegerland. Wir haben hier vor etwas über 20 Jahren unser erstes Haus gebaut. Ich bin hier aber auch geboren und aufgewachsen. Also davon mal ganz abgesehen, bin ich hier ganz, ganz tief verwurzelt und könnte mir fast ein Leben woanders gar nicht vorstellen. Wenn ich hier rausgehe, dann bin ich zu Hause, ich fühle mich wohl. Ich bin eigentlich ein Mensch, der mit allem und mit ganz wenig zufrieden ist. Ich gucke auch nicht, was andere haben oder neide denen sehr viel, sondern ich bin mit dem, was ich habe und wie ich lebe und so vollkommen mit mir im Reinen. Und ich muss sagen, letztes Jahr den Schritt, dem Pflegedienst den Rücken gekehrt zu haben, war für mich eine sehr, sehr gute Entscheidung und ich habe es überhaupt noch nicht bereut. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich total befreit. Seitdem betreibe ich ja eine kleine Handfärberei hier in den früheren Kinder- und Jugendzimmern, sage ich mal. Wir sitzen jetzt wieder hier in dem kleinen Versand und dem Lager. Das war zum Beispiel auch ein Kinderzimmer früher mal. Und ja, die Größe des Geschäfts reicht mir gerade aus, so dass ich genug zu tun habe. Aber ich arbeite bestimmt fast das Dreifache von dem, was ich früher beim Pflegedienst gearbeitet habe. Aber, und das ist ein ganz großer Unterschied, ich arbeite für mich selbst und ich bin zufrieden und ich bin glücklich mit dem. Ich entscheide ja morgens, was kommt in die Töpfe und welche Farbe bekommt es. Ich kann meinem Hobby frönen. Ich kann anschlagen, wonach mir ist. Ja, das ist schon ein ganz schöner großer Unterschied. Und wenn ich morgens erstmal eine große Runde mit dem Mond gehen will, dann mache ich das. Da habe ich jetzt überhaupt, da brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Wenn ich eine Stunde Fahrrad fahren will, dann setze ich mich auch eine Stunde aufs Fahrrad. Wenn ich mit dem Hund durch den Wald will, dann mache ich auch das. Und das ist ein ganz großer Fortschritt und das macht total zufrieden. Also von daher alles gut. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, weil es wurde, oder ich wurde darauf angesprochen, dass ich das so oft vergesse. Ja, das ist auch wirklich wahr. Ich vergesse das auch immer, weil ich immer voraussetze, die meisten, die mich irgendwie öfters gucken, die wissen das eh schon. Gut. Lasst uns mal starten. Also viel habe ich heute nicht fertig. Das kann ich euch schon mal sagen. Also die 14 Tage, die hören sich immer lang an. Die sind für mich, die vergehen wie im Flug. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier oft los ist. Und da muss ich halt wieder eine Pause machen und erst hinterher geht's. Weil was ich nicht mache, und das werde ich nie machen, egal ob ich teure oder günstigere Wolle, sage ich jetzt mal Rohwolle, im Topf habe. Irgendwas im Galopp färben, das bin nicht ich. Also ich mache mir da schon im Vorfeld so viel Gedanken. Wer könnte das tragen? Wer möchte das tragen? Also hier geht fast nichts raus, was nicht doch was mir gefällt. Selbst die rosa Pinktöne müssen mir gefallen. Und da tue ich mich ja, habe ich ja schon mal gesagt, viel schwerer mit wie mit Farben, die mir so liegen. Also da lege ich die Latte noch höher. Das muss mir wirklich gefallen bei rosa, pink und lila lastig. Gut, ich habe heute eigentlich nur die Socken für die Steffi fertig. Frau Nadelgeklapper und mehr. Ich habe ihren Podcast immer noch nicht zu Ende geguckt. Ich schaffe es einfach nicht. Aber auf Instagram folge ich ihr ja und die hat ja schon wieder einen Pullover fertig. Wie macht die Frau das nur? Es ist mir schleierhaft. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Tasche, aber ich meine ja. Ja, ich glaube ja. Wir müssten eigentlich. Das war die große Tasche. Die Füchse habe ich nämlich auch noch mal in einer kleinen Variante.
So, das sind sie geworden. Die Faded Socken für Steffi. Sie sehen jetzt noch ein bisschen klein aus, sind sie aber nicht, weil sie sind natürlich mit diesem Brett gestrickt. Nein, es heißt ja Lineal. Lineal, mit dem Sockenlineal. Ich habe hier oben in einem etwas Fliederton, jetzt wird es schon was bäriger. Und im Vorderfußbereich kommt jetzt das Lila. Ich habe ein Hebemaschenmuster gewählt, was ich aber hinterher nur noch auf dem Oberfuß laufen lasse. Hoffentlich kann ich euch das jetzt... Ja, es ist eine Herzchenferse. Ich mag die sehr gerne und wenn ich jemanden nicht kenne, ob so einen hohen Spann hat oder normalen, also meine Erfahrung ist, dass die Herzchenferse eigentlich immer recht gut jedem passt. Und deswegen habe ich mich auch für Steffi dafür entschieden. Wie ich gerade sehen kann, habe ich auch schon Fäden vernäht. Gut, dann mache ich den nämlich jetzt mal die Tage fertig und dann kann ich den nämlich auch der Steffi schicken. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas dabei mache. Da haben wir uns noch gar nicht so drüber unterhalten. Also, ich habe es natürlich sehr gerne gestrickt für Steffi und es ist auch gar nicht schlimm, weil es ist ja meine Wolle. Ich hoffe jetzt, weil ich mich an Steffis Vorgaben gehalten habe, wegen der Maschenzahl, dass das jetzt auch hinkommt, weil ich finde sie nach wie vor etwas groß und breit. Aber Steffi kann ja auch nicht wissen, wie kompakt eigentlich die Wolle ist. Also ich habe ja immer mal wieder welche, die, wenn die Wolle bekommen haben, mich anschreiben und fragen, ist das jetzt echt noch vierfach? Ja, das ist noch die vierfach Sockenwolle. Wenn ihr den Faden mal aufdröselt und gegen die Verzwirnung aufdreht, dann könnt ihr das auch sehen, dass vier kleine Fädchen zum Vorschein kommen. Also das ist noch eine vierfach Sockenwolle. Aber ich finde sie auch herrlich. Also ich finde sie immer nach dem Waschen, wenn sie dann, also nach dem Färben, kommt sie in den Entspannungsbad und dann wird sie gut ausgespült. Und wenn sie dann trocknet, dann sieht man richtig, dass die so hochpufft. Also das fasziniert mich auch jedes Mal. Bin ich auch jedes Mal von begeistert. Und desto mäkeliger wird man ja mit anderer Sockenwolle verstricken. Also ich merke das an mir selber auch schon. Ich habe jetzt hier so ein paar Socken bekommen von meiner Mutter noch. Die Wolle habe ich ihr mal gegeben. Habe ich gesagt, Mama, mach, was du willst damit. Ist viel zu viel über. Ich weiß gar nicht, was war. Die kratzt. Die ist unangenehm an der Füße. Ich trage sie jetzt also morgens, wenn ich in den Wald gehe, in die Gummistiefel, weil sie auch recht, ich glaube, das war damals eine Sechsfachwolle. Aber ob ich jetzt im Geschäft ging und wenn ich die angefasst hätte, mir kaufen würde, ich glaube, fast nicht. Also mittlerweile bin ich auch mit meinen Füßen so verwöhnt, dass ich mir vielleicht die normale Sowo Base nehme oder Atelier Citron, die Balance und daraus Socken. Leute, das will ich völlig hingehen. Ich bin jedes Mal begeistert. Aber ich weiß, dass draußen sehr, sehr viele Leute die ganz normale 75-25er Sockenwolle lieben. Einfach von der Haptik her. Auch meine Freundin sagt, Carola, ich habe auch schon mal mit Hornhaut zu tun. Ich will dieses weiche Tüdelkram nicht an die Füße. Das sorgt nicht für genug Abrieb und ich habe das gerne, wenn die etwas härter werden, dann ist das auch für die Durchblutung besser. Gut. Ja, ihr Lieben, das war eigentlich mein einziges fertiges Projekt für diese Woche und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass ich das von den Nadeln habe. Weil mich treibt es schon wieder gedanklich vorwärts. Also, Dag hat mal irgendwann in einem Podcast gesagt, dass wenn sie es schon wieder so in den Händen und Fingern kribbelt und sie schon wieder mit der Hufe scharrt, dass sie sich eine Maschenprobe gemacht hat. Ja, die habe ich auch gemacht. Und das hat mir genau einen halben Tag irgendwie eine Ruhe verschafft und dann auch gleich wieder nicht. Ja, und dann habe ich mich an den Färbetopf gestellt und dann war alle guten Vorwürfe schon wieder über Bord geschmissen. Ich zeige es euch gleich. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Das ist die Tasse eigentlich von meinem Mann. Das ist nämlich ein Seyer Lenor Young. Und die gibt es jetzt neu beim Heimeligmacher in Netfen. Und eigentlich kaufe ich immer alle Tassen, die es neu gibt, direkt, weil ich die vom Design her eigentlich ganz gut
und eigentlich alles schön finde. Ja, wenn es knurrt bei mir, dann ist das meiner Intervallfasterei geschuldet, weil wir haben so früh am Morgen und bevor hier gleich wieder das Chaos losbricht, sitze ich nämlich jetzt schon hier unten und nehme auf, aber ich bin noch in meiner Fastenzeit. Also das klappt gut. Jeder, der das vielleicht auch schon mal gemacht hat, wird das vielleicht nachempfinden können. Du hast morgens schon gleich so einen Schub, dass ich freudestrahlend schon um 6:30 mit dem ersten Tee und Kaffee ohne Milch, weil das ist ja ein Fastenbrecher, hier runtergehe und dann habe ich Schub, aber bis mittags. Das ist so angenehm für mich, das ist wie Rückenwind. Also davon ab, das rettet mich gerade, also das ist richtig angenehm im Frühjahr jetzt. Kann ich nur empfehlen, Intervallfasten. Ich habe auch mir jetzt eine App am Handy, die hat meine Schwiegertochter mir empfohlen und das klappt dann richtig gut. Ja, was gar nicht klappt. Ich bin natürlich auch etwas diesem Hula-Wahn verfallen. Und also ich schaffe es jetzt ungefähr 20 Umdrehungen des Hulas, ihn am Körper zu halten. Aber dann denke ich immer, ja, wo ist er denn? Dann kann ich ihn gerade nicht fühlen oder ich spüre ihn nicht. Und ich komme aus dem Tritt und bums, fällt er runter. Also im Bücken bin ich echt einsame Spitze. Was jetzt noch hinzukommt, ist, ich habe ja einen drohenden Bandscheibenvorfall, ziemlich weit unten in der Lendenwirbelsäule. Und es zieht mir ins Bein. Ich habe jetzt schon 3 Tage Pause gemacht. Und ich will es vielleicht mal morgen am Sonntag wieder versuchen, dass ich eine kleine Spur machen kann. Aber ich glaube, dass ich auf Dauer das nicht halten lassen kann. Es sind einfach die Drehungen, die Wendungen, das Bücken. Ich weiß es auch nicht. Ich verliere mich ja dann, versuche den dann auch mit der Hüfte so hoch zu grätschen, den Hula, damit er wieder hochkommt. Klappt natürlich auch nicht. Meistens denke ich immer, dass ich das jetzt machen werde. Und dann kann ich diesem Ding aber hinterher gucken, wie es fällt. Und weiß dann schon, jetzt gleich geht es, dann ist er am Boden. Also ich weiß nicht, Kopf und Körper ist nicht mehr eins. Irgendwie bin ich... Also ich habe mit so einer Trainerin gesprochen und die hat gesagt, das ist einfach nur Kopfsache. Wie man das macht, hast du schon drin, aber dann verlierst du dich in Gedanken, dass du den Ring nicht spürst oder aus dem Tritt kommst. Ich muss mir da irgendwie selber auch im Weg stehen. Und weil ich da auch einige Fehler mache, tut mir jetzt wahrscheinlich das Kreuz so weh. Naja, und das zieht bis in den Oberschenkel. Und wer das von euch schon mal hatte, der weiß das. Das ist so ein seitlicher Schmerz am Oberschenkel runter. Das ist nicht angenehm. Aber wer hat auch gesagt, dass Altwerden schön ist? Ne? Ja, hat auch keiner gesagt. So, ich habe in den letzten 14 Tagen aber schön mit meinem Little Love weiter gestrickt. Und zwar ist das ja eine Kaufanleitung. An dieser Stelle möchte ich das jetzt sagen. Bis jetzt habe ich ja noch nichts irgendwie gezeigt, was nicht von mir war. Das ist natürlich eine Werbesendung. Ihr seht bei mir Wolle von anderen Herstellern oder Wollanbietern. Ihr könnt Stricknadeln sehen, mit denen ich stricke. Ich zeige hier Anleitungen in die Kamera und das sind ja auch Kaufanleitungen. Da steht euch ja frei, vielleicht das Teil auch nachzustricken. Und ich muss sagen, das macht so Spaß, den Little Love zu stricken. Ich bin total begeistert. Jetzt habe ich natürlich, weil ich es wieder nicht leiden konnte, gestern Abend noch den Arm angefangen. Aber ich versuche mal grob, es euch zu zeigen. Also, ich habe jetzt schon hinten das Rückenteil runtergestrickt, das Vorderteil und das Vorderteil und konnte dann, ja, zu Runde schließen ist ja der falsche Ausdruck, aber ich konnte die 3 Teile miteinander verbinden, so dass es jetzt schon aussieht, wie eine Jacke. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Doch, also den Schalkragen könnt ihr schon erkennen, denke ich mir mal. Und dann ist das die eine Vorderseite. Und das ist die andere. Und hier hinten hängt unschwer das lange Rückenteil. Die Wolle ist ein Träumchen. Ist sie so leicht? Und da ich jetzt wieder die Halogenstrahler hier unten habe, weil ich natürlich wieder den Vormittag die dunkelste Zeit genommen habe, bei uns zieht es nämlich gerade richtig zu und es fängt an zu regnen und wir haben auch nur 2 Grad. Die Farbe ist in Wirklichkeit
eigentlich noch schöner, wo ich sie ja auch schon schön finde. Es wird ein Hauch von nichts, diese Jacke. Wirklich gewichtsmäßig gar nichts, aber wenn man sie am Schoß hat, sie wärmt recht schön. Hier habe ich gestern Abend schon einen Arm angenadelt, weil ich mal gerne wissen wollte, wie das dann hinterher rauskommt. Und da habe ich jetzt satte, ich bin hier beim Schätzen immer so schlecht, 5 cm vielleicht. Also ich tue mich ja immer schwer mit dem Aufnehmen dann der Maschen. Ich musste jetzt 45 vom unterm Arm bis auf die Schulter und hinten auch wieder 45 runter. Ja, habe ich nicht geschafft. Ich habe einmal, glaube ich, 43 und einmal 47 oder was. Und dann habe ich mich ein Teil hingehudelt. Ich glaube, im Endeffekt fällt das sowieso hinter nicht auf, weil ich da meinen Arm durchstecke. Es wäre für mich immer einfacher, wenn ich in jeder Quermasche aufnehmen könnte und das dann auch hinkommen würde. Aber ich habe das vorher gezählt, das kam schon an sich von den Querfäden nicht hin. Also musste ich auch schon mal dazwischen einstecken. Ist so. Dann habe ich erstmal geguckt, wo ich rauskomme. Ja, die Differenz war nicht ganz so groß und war nicht so schrecklich. Also habe ich mich mit den letzten Maschen da hingehudelt. Und jetzt habe ich praktisch im Vorderteil 45 und im Hinterteil, also hier vorne hoch 45 bis zur Schulter und dann von der Schulter hinten runter bis unter den Arm auch die 45. Ja, das Muster ist mittlerweile so eingängig, dafür braucht man natürlich keine Einleitung mehr, aber ich will nicht lügen, am Anfang habe ich die gebraucht. Ich bin dann jemand, der sich auch seine Knit Companion wirklich runterschiebt mit dem Balken. Wo ist er denn jetzt? Nicht, dass man den gelben Balken nicht ohne Brille sehen könnte. Das sieht ja dann so aus. Ach, das habe ich mir bald gedacht. Ja, so, ne? Jetzt könnt ihr den gelben Balken sehen. Und den kann man sich ja dann praktisch im Gestrick, warte mal so, wo er ist, mitschieben. Das ist ja mein Vorteil. Und dann strickt sich das eigentlich richtig schön runter. Also ich kann dabei alles im Fernsehen mitgucken. Ich unterhalte mich auch noch mit meinem Mann. Super. Die Anleitung ist wirklich, die ist von Anke Strick. Ich verlinke euch das auch diesmal in der Infobox. Ich habe vor 14 Tagen wollte ich die Infobox hinterher ausfüllen, weil ich viel zu tun hatte. Ja, was habe ich nicht gemacht? Ich habe euch die Infobox nicht ausgefüllt. Aber da ich ja meistens an den Projekten ja länger stricke, könnt ihr ja in die Infobox von davor gucken und dann auf den Link drücken. Ich habe auch meinen Shop nicht verlinkt. Entschuldigung, ich habe ja alles vergessen. Also wenn, dann bin ich da auch sehr konsequent. Ich habe einfach gar nichts ausgefüllt. Und wisst ihr, wer mich darauf aufmerksam gemacht hat? Danke, Susanne. Ja, die, der ist es aufgefallen. Ja, ich bin oft auf der Flucht. Und die, weil ich da oben eine Spange drin habe, passt jetzt die Brille nicht ein. Auch wunderbar. Ja, der Little Love, der darf jetzt ganz schön vor sich hin wachsen. Das ist echt so ein Lieblingsprojekt. Ja, und ansonsten habe ich an fast nichts anderem weitergestrickt. Mein jetzt hätte ich bei Forager gesagt, ja, das war mal. Mein RVO nach der Anleitung von Nicolor, der liegt noch hier unten, die Tasche, seit 14 Tagen. Die habe ich überhaupt mit hochgenommen. Also, somit ist nichts weitergegangen. Was habe ich sonst noch? Das habe ich euch gezeigt, das habe ich euch gezeigt. Ach, wo auch nichts dran weitergegangen ist, ist der V-Neck-Tee. Ja, warum habe ich den nicht mit hochgenommen? Also A, war ich jetzt total, also ich hatte so Lust, einfach diesen Little Love weiter zu stricken, weil ich den ja jetzt bald auch tragen könnte, dass ich die Wolle und den angefangenen V-Neck-Tee einfach hier habe liegen lassen. Mich stört aber auch schon wieder was. Ihr merkt es vielleicht schon, weil ich wieder hier so rumstotter, dass mich ja schon wieder was stört.
Der V-Neck-Tee ist eine Anleitung von Jamie Hoffmann. Und jetzt muss ich mal gucken. So in etwa. Die Anleitung ist so geschrieben, dass ihr euch denn in mehreren Farben, also drei oder fünf, wie ihr das wollt, halt stricken könnt. Und ihr fadet da nach einem bestimmten Prinzip. Das ist natürlich sehr, sehr gut erklärt in der Anleitung, auch einfaden könnt. Ja. Ja, mich stört doch schon wieder. Warte. Das Strickbild, Leute. Das Strickbild gefällt mir nicht. Und zwar stricke ich ja mit der Coast von Holst. Und dieses Strickbild, selbst der Gedanke, dass das Strickbild sich hinterher noch schön glatt zieht und noch auffluft, macht mich jetzt beim Stricken, das nervt mich schon dermaßen, dass ich das nicht mit hochgenommen habe. Aber heute, heute nehme ich das mal mit hoch. Oder jetzt wird ja Mindless zu stricken, weil ich ja jetzt in dem neuen Balken praktisch bin, in diesem Orangeton. Nee, ist Curry. Man fadet ja immer mit einer anderen Farbe ein. Seht ihr das? Man fadet da mit einer anderen Farbe ein, aber dann kommt erstmal, die Farbe ist jetzt dran. Weil ich ja heute dieses wahnsinnige Vergnügen habe, mit Papa zur zweiten Corona-Impfung in das Impfzentrum zu fahren. Und ich kann ja nicht nachempfinden, was die Leute da schon mal auf Instagram oder was mein Mann mir von Facebook vorliest, dass man da so ellenlang wartet. Also beim ersten Mal, klar, da war eine Schlange vor der Tür, aber die sind so gut organisiert, das ging da ratzfatz. Also ich weiß jetzt nicht. Aber ich könnte es ja mal mitnehmen und in der Wartezeit sollte welche entstehen. Darum nadeln. Auf der anderen Seite, wenn ich dann da so sitze, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal macht, ich komme ja kaum noch vor der Tür. Ne? Das ist ja echt so, dass man nur noch zu Hause ist. Also an uns, wir haben jetzt diese Woche schon gewitzelt an den Moperetten. An uns liegt das nicht, dass die Zahlen da draußen so steigen. Wir bleiben schön mit dem Puppes zu Hause. Und wenn man jetzt mal sieht, wo wir mittlerweile sind, hallo, das Siegerland hat einen Inzidenzwert von über 200. Wir, das kleine Bergvolk aus dem Siegerland, wo eigentlich nur, jetzt hätte ich mal gesagt, Bauern sind. Aber wir sind über 200 und das macht jetzt selbst mir Angst. Wo ist es denn? Wo sind sie denn, die Infizierten? Wo wird es denn weitergetragen? Sind es die Kindergärten und die Schulen? Ist es wirklich die 3 Wochen Einzelhandel gewesen? Ich war ein einziges Mal im Heimelichmacher. Ja, ich habe mich ja gefühlt, als ob ich in eine Großstadt dürfte. Dabei war ich nur im Heimelichmacher einmal. Und das auch noch mit Anmeldung. Musste ich noch warten, bis zwei ältere Schnattertanten endlich den Laden verlassen hatten. Und dann durfte ich rein. Ja, das war für mich das Highlight. Ja, wo kommen sie her? Ich weiß es nicht. Naja, jetzt bin ich schon wieder abgeschwiffen. Ihr merkt es schon wieder. Also, was ich natürlich auch sehr gerne mache, und wenn ihr mal die Chance habt, dann macht das mal. Setzt euch mal dahin, lehnt euch zurück und beobachtet mal im Therapiezentrum da andere Leute. Es ist zum Schießen. Da fallen manchmal Sachen. Also, ich merke das ja auch bei. Ich sehe doch gar nicht aus, als ob ich Corona hätte. Also ich kann geimpft werden. Das sagt er nochmal ganz ruhig. Vorne der junge Mann. Und mein Sohn arbeitet jetzt ja auch bei so einer Security. Da denke ich manchmal, oh Gott, was müssen die sich schon mal anhören? Ja, das ist Vorschrift. Jeder kriegt da erstmal beim Reinkommen mit so einem Fieberthermometer an der Stirn Fieber gemessen. Auch ich als Begleitperson. Das ist doch normal. Da müssen wir uns doch jetzt dran gewöhnt haben. Was da schon mal für Sprüche kommen von den Älteren. Oder auch, weil da stehen sie ja von der Bundeswehr und helfen da Leuten auch schon mal was ausfüllen oder weisen denen den Weg. Die Bundeswehr hilft da eben unterstützend. Und bei vielen Älteren ist das noch so mit dem Krieg verbunden. Boah, Junge, was hast du da jetzt eigentlich? Ah, ja, hast auch schon im Schützengraben gelegen und. Da denke ich manchmal, nee, das ist ja noch zu goldig, war, wenn sie da so sind und dann erzählen sie dann von früher, wie es war. Dabei ist er nur von der Bundeswehr und der Junge, der ist so jung gewesen, der Mann, ich werde das nicht vergessen, wusste auch teilweise mit den Geschichten gar nichts angefangen. Wie da kam die Bundeswehr und da wurde blau geblasen.
Ja, das war mal in einem Winter, wo total viel geschneit hatte. Da kam die Bundeswehr mit umgebauten Panzern und hat den Weg freigeräumt. Aber dieser junge Mann, der stand da, der wusste davon ja gar nichts. Jetzt schlagt mich tot. Ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht. War das 78 oder so? Da müssen wir mal einen Winter gehabt haben ohne Ende. Und da kamen normale Räumfahrzeuge nicht durch. Und da musste eben die Bundeswehr zum Helfen kommen. Und die Dieselfahrzeuge, die haben früher eben oben dunkelblau-grau rausgeblasen. Und das meinte der ältere Mann mit: Da kam die Bundeswehr und da hatte blau geblasen. Ja, die haben geholfen. Und das machen die jetzt an dem Zentrum auch. Also, das ist schon schön, da zu sitzen und die so unterschiedlich auch zu hören. Es ist natürlich auch für meinen Vater war es sehr, sehr schlimm, dass da ein verhältnismäßig junger Mann saß, der aber schon geimpft wurde, weil der auch, naja, er war eben dran, er hatte eine Einladung bekommen und er war blind. Und er saß da mit seiner Mutter, die aber mittlerweile so alt war, dass sie den Zettel nicht ausfüllen konnte. Das hat mein Vater ja, also auf der Heimfahrt, nonstop beschäftigt und er hatte da echt Redebedarf wegen. Da habe ich gesagt, ja, Papa, da siehst du, so ist das. Das ist nicht immer, dass die Jüngeren den Älteren helfen. Manchmal oder sehr viele Ältere müssen draußen sich auch um ihre behinderten Kinder kümmern und auch mit denen dahin gehen. Naja, auf jeden Fall, heute Nachmittag ist es wieder soweit, zweite Impfung steht an. Ja, vielleicht nehme ich ihn mit. Ich schaue mal, ich habe ja jetzt nur in diesem Curry und hier vorne das V und naja, eigentlich ist das ein sehr einfaches Projekt, bis man halt wieder einfädelt. Muss man sich an die Anleitung halten. Ich glaube, ich muss jetzt in der Farbe 7 cm und dann fäde ich ja die nächste Farbe ein. Und so werde ich mich dann durch die Farben arbeiten. Jetzt weiß ich gar nicht, hatte ich grün vor blau? Oder mache ich erst blau, dann grün? Ich glaube, so war es gedacht. Also die Farben gefallen mir gut, das Strickbild der Coast überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Schlimm. So. Ich habe ja schon gesagt, ich konnte mich nicht beherrschen, wa? Ich wollte natürlich auch so gerne mal meine neue Wolle aus dem Shop stricken. Und zwar ist das von Atelier Citron 80% Schurwolle, Merino extra fein und 20 Rami. Von der Haptik her schon toll anzufassen. Und da ich ja gerade so auf Flausch bin, werde ich das mit diesem Grün zusammen verstricken. Ich habe auch schon, wie besagt, die Maschenprobe gestrickt. Und das gefällt mir richtig gut. Jetzt muss ich wieder überlegen, wo habe ich angefangen? Wartet mal, hier unten. Das war Nadelstärke 3,5 und das ist. Nee, gar nicht wahr. Das ist 4 und das ist 4,5 Nadelstärke. Ach so, in letzter Zeit schreiben mich so viele wegen Nadelstärken an. Und womit strickst du? Leute, ich kann euch das zwar sagen. Aber, und das sage ich auch echt total gerne, habe ja auch kein Geheimnis mit. Aber oft hilft euch das wahrscheinlich nicht weiter. Eine von euch hat mir dann mehrere, ich glaube, da haben wir 2 oder 3 gemacht diese Woche, hat mir dann Bilder von ihrem Gestrick gezeigt. Das war so locker. Die hat so locker gestrickt, dass ich sie gebeten habe, sogar weiter zu stricken mit 2 oder 3 verschiedenen Nadelstärken. Das da, also sowas habe ich im Leben noch nicht. Also sie sagt auch selber, sie strickt total locker. Wenn sie schon mal hört, dass Leuten beim Stricken der Nadeln abgebrochen ist, so kann sie gar nicht nachvollziehen. Also habe ich gesagt, da wird ja auch nicht passieren. Sei denn, du setzt dich mal drauf auf deine Nadeln. Aber du strickst so locker, sowas habe ich noch nicht gesehen. Dann muss man eben langsam peu à peu versuchen, mit der Nadelstärke runterzugehen. Aber dafür gibt es kein Allheil-Rezept, sage ich jetzt mal. Das muss jeder so ein bisschen für sich ausprobieren. Klar, das nimmt Zeit in Anspruch. Aber wenn ihr dann für euch die richtige Nadelstärke für das Projekt gefunden habt, werdet ihr ja hinterher mit einem wahnsinnigen Projekt auch belohnt. Also das müsst ihr ja so auch sehen. Ihr werdet ja, die Arbeit lohnt sich ja. Auch eine Maschenprobe stricken lohnt sich. Und ich bin ja die Geschädigte. Ich wasche die ja sogar jetzt. Ja, das gebrannte Kind, ich kann auch mit 50 noch was dazulernen. Ich wasche sie jetzt sogar.
Und wenn ihr die Zeit investiert, macht euch eine Maschenprobe und wenn euch das nicht gefällt, variiert die Nadelstärken und wascht es hinterher. Und dann werdet ihr hinterher beim Stricken ein besseres Gefühl haben, weil ihr habt die Fehler ja schon unter Umständen ausgeräumt und habt hinterher auch mehr Spaß an eurem Strickstück. Also deswegen ruhig mal, wenn ihr so locker Stricker seid, mit der Nadelstärke runtergehen, immer mal wieder ein paar Reihen stricken, gucken, ob euch das Maschenbild jetzt gefällt. Wenn es noch nicht schön ist und ihr seid nicht zufrieden, dann müsst ihr eben noch eine Nadelstärke nach unten gehen. Ja, ist so. Aber das lohnt sich, ich schwöre, es lohnt sich. So, ich wäre ja nicht ich, wenn ich mir eine Rolle färbe und eine Maschenprobe stricke. Nein. Oh, jetzt ist aber richtig am Schütten, sehe ich gerade. Und sogar mit Schnee drin. Wunderbar. Ich habe bei Anke Strick, weil ich ja von der Anleitung so begeistert bin und ich hatte da mehrere Sachen, die mir sehr gut gefielen, habe ich jetzt noch den Whippet angeschlagen. Und zwar ist das so ein Zip, wollte ich denn mal besser? Ein Zipfeljäckchen, hinten im Rücken gerade und nach vorne zipfelig runter. Auch mit einem Lace-Muster am Rücken und an der Arm. Wunderbar. Und den werde ich jetzt mit dieser doch verhältnismäßig dicken kombinierten Wolle stricken. Ich weiß, dass viele sagen, Lace wirklich nur mit einem Lace-Garn. Dann kommt das Lace schöner raus. Ja, das ist auch generell richtig. Aber ich habe ja auch meinen zweiten Raggen mit normaler Sockenwolle und mit einem Flauschgarn gestrickt. Ist auch sehr dick geworden, mein Raggen. Und ich habe den dann hinterher einfach nur feucht hingelegt und ausgestrichen, sodass das Lace-Muster für mich schon richtig schön kam. Und ich muss euch sagen, es ist mit meine allerliebste Jacke, die ich nonstop. Ich finde, dass auch so eine Art Lace, oder dass das Lace-Muster auch bei dickerer Wolle, auch mit Flausch, für mich genug rauskommt und ich finde es so schön. Und deswegen habe ich gestern Abend schon den Whippet angeschlagen. Der Whippet, und so viel darf ich sicherlich verraten, Anke Strick hat sehr schöne, der Aufbau der Jacke hat mich ja schon beim Little Lab. Ja, an alle Dappis da draußen und ganz besonders an mich. Wenn man einen Podcast aufnimmt, dann sollte man auch in den Flutmodus gehen. Nicht, dass der Sohnemann vom Haus gegenüber in unsere Gruppe postet, was es gerade hagelt und schneit draußen. Ja, Memo an mich selber. Flugmodus einschalten. So, ich habe gestern Abend noch den Whippet angeschlagen. Und die Konstruktion ist ja wunderbar. Er fängt halt so, er hat wieder so einen verhältnismäßig großen Kragen, Schalkragen, wie ich ihn ja wirklich mag. Und man fängt praktisch hinten in der Mitte an, strickt dann erst eine Seite nach vorne und dann die andere Seite. Das heißt, man macht einen provisorischen Maschenanschlag. Und der ist mir, wartet, ich gehe nochmal eben zurück. Das muss ich euch nämlich zeigen. Das ist nämlich nicht schön geworden an dem Little Love, aber ich lasse es jetzt mal. Und zwar hatte ich ja den provisorischen Maschenanschlag hier. Ne? So. Wie ihr seht, seht ihr ihn. Das hat mich hier schon wieder gestört. Dann habe ich aber jetzt gestern gedacht, so, bevor du das jetzt wieder machst und dir das wieder nicht gefällt, habe ich mir von Eliza nochmal den provisorischen Maschenanschlag angeguckt mit der Luftmaschenkette. Ja, Eliza sei Dank, hat sich sehr gut erklärt. Sie ist ja leider nicht mehr unter uns. Aber ihre Tutorials bleiben uns ja wohl auf YouTube erhalten. Und das habe ich jetzt gestern Abend auch so gemacht. Also man macht erst eine Luftmaschenkette, etwas länger, wie die Maschen, die man aufnehmen muss. Und da ist mein Fehler entstanden.
Das ist die Luftmaschenkette von vorne. Und das ist praktisch die Rückseite. Hier seht ihr die kleinen Perlchen. Ach, wie ihr seht, habe ich auch gefärbt. Ein Handschuh, ein Finger geht grundsätzlich beim Färben kaputt. Ich weiß auch nicht, ist Gesetz der Serie, ist Murphy. Und in diese Perlen auf der Rückseite, da kommt hinterher beim Maschenaufnehmen das Maschenglied durch. Und nicht auf der Vorderseite. Merkt, also ich muss mir das echt selber merken. Nicht vorne. Ich habe nämlich beim letzten Mal nach vorne aufgenommen und hatte beim Aufdröseln, habe ich gedacht, jetzt ziehe ich hier an dem Faden der Luftmaschenkette, die geht nicht auf. Immer bleibe ich in dem Glied hängen. Ihr kann es auch nicht, weil ich habe es ja falsch gemacht. Man muss es ja auf der Rückseite machen, praktisch in den kleinen Erhöhungen in den Perlen. So, da habe ich gestern Abend dann 23 Maschen aufgenommen. Und hier kommt schon das im Schalkragen das erste kleine Muster zum Vorschein. Und ansonsten ist es hier hinten rechts und links. Und ich finde die Farbe so schön. Ich finde die richtig schön. Und das ist so schön weich und von der Haptik so, so toll. Ja, mich jetzt. Aber erst, also ich wirklich. Ich stricke erst an dem Teil eine halbe Stunde, dann an dem eine Stunde und dann an dem eine Stunde. Das versuche ich wirklich immer schön durchzuhalten. Und da freue ich mich auch drauf. Was ich ja immer mache, vorher solche Flocken. Was ich vorher jetzt immer mache, ist in Ravelry mir die Strickprojekte angucken. Immer. Und das bringt mich bei vielen Projekten schon davon ab. Oder bei vielen Projekten bestärkt es mich aber auch, dass es mein absolutes Lieblingsteil werden könnte. Und dass ich es auch stricke. Und bei Whippet hat viele, viele schöne Sachen. Die Originalwolle, ich glaube, einige stricken den auch mit Coast. Ja, da habe ich wieder das gleiche Problem. Da gefällt mir das Maschenbild nicht. Deswegen ist das auch schon mal generell durchgefallen. Die Coast ist wunderbar. Die ist wunderbar weich. Und ich will dir auch echt eine Chance geben, wenn ich sie gewaschen habe. Hoffentlich wird sie dann noch so schön wie die Supersoft. Die ist ja von der Haptik rau, also nicht weich. Aber die ist ja sehr schön hochgeflufft. Die war toll. Ich hoffe, dass die Coast das auch so macht. Also ich werde ihr auf jeden Fall eine Chance geben. Ja, das ist sowas bei mir auf den Nadeln turnt. Und dies, also es turnen wirklich zurzeit jetzt nur noch Sachen, die ich wirklich, ja zwei zumindest, die ich total gerne stricke. Den V-Neck-Tee, den werde ich aber auch beenden. Dann bin ich eigentlich damit schon durch. Ich wollte euch aber mal was zeigen. Und zwar habe ich zwei Nachbarinnen, die schon mal zu mir Wolle kaufen. Die eine ist eine, die arbeitet auf einer Covid-Station, ist Intensivkrankenschwester. Und die andere arbeitet mittlerweile in einem Altenheim, weil sie mal sehr, sehr krank war. Macht sie nur noch da ein paar Stunden. Und Regina hat noch nie irgendwas vom Steam West gehört. Echt nie. Aber seit einiger Zeit weiß ich halt, dass sie zu Hause ihren Stash abbaut und sich Tücher zusammenbrottelt. Und dann hat sie mir erzählt, du Caro, ich habe jetzt hier so Hippie-Tücher. Aus Resten mache ich jetzt. Und die wollte ich euch nicht vorenthalten, weil jeder von uns hat Reste und nicht jeder hat Lust auf eine Restedecke. Und die fand ich jetzt so witzig und so ausgefallen. Und auch fast alle von euch, das schwöre ich, hat hier so ein Buch, wo so 200 Strickmuster oder so drin sind. Und die Form, wie ihr das dann stricken wollt, wollt ihr ein symmetrisches Tuch oder ein asymmetrisches Tuch, das ist euch doch echt selbst überlassen. Und auch die Farbwahl. Also Regina ist da noch sehr verhalten mit ihrer Farbwahl, aber so manche Sachen sind wie so Steven West-like. Ich habe noch gelacht, aber sie kennt den nicht. Sie kennt den wirklich nicht. Ich wollte euch das jetzt mal zeigen, was man alles so aus Resten macht. Das ist ein Tuch in Wollweiß und in Grau gehalten. Und das Witzige ist zum Beispiel, hier ist mein Oreo-Keks mit so einem Muster. Dann hat sie hier ein Part mit, jetzt muss ich selber gucken. Ja, das sind so Fallmaschen, ne? So Fallmaschen.
wieder eine andere Wolle, sogar mit mal dünneres und dickeres Garn, mal ein Loch. Hier, das hier fand ich auch ganz gut. Sieht so aus wie so eine Kette drauf. So ein Muster. Hier hat sie auch wieder mit Fallmaschen gearbeitet. Muss mal gucken. Hier hat sie Nupsis. Und hier kommt der Steffen, den sie nicht kennt. Hier so Fallmaschen. Die habe ich mal bei der Anna von Strick mit Kick gesehen. Die hat auch so einen Pullover mit so Dingern. Hier auch wieder so ein Garn, wo so Riesenteile rauskommen. So ein Muster. Und dann hat sie noch so kleine Verzierungen vorgenommen. Zöpfe mit so einer Quaste. Hier so gehäkelte Elemente. Und hier ist mal so ein Blümchen. Ich finde das total kreativ. Sie hat gesagt, sie hat so einen Spaß dabei, weil sie immer schon, wenn sie so ein Stück gestrickt hat, sich überlegt, was mache ich als nächstes. Dann macht sie eine Noppe oder eine Blume oder sie lässt Maschen fallen. Sie macht hier so ein Steven West-Teil. Ich finde das richtig gut. Dafür, dass die Reste verarbeitet hat, sie fühlt sich, hier hat sie was eingewoben. Fand ich auch so gut. Hier hat sie sich so eine Art Perlenkette gemacht und hatte ja hier so eine Lochreihe und hat sich da was eingefädelt. Warte, die Tücher, die sehen klasse aus. Umgebunden. Ich finde die gut. Ist mal so ein bisschen aus der Norm. Ich finde die gut. Und die hat die in X Farben. Also ich habe mir jetzt mal zwei rausgenommen. Aus ihrem, hier hat sie wieder so ein Element. Luftmaschenkette. Oder sie sagt, nee, Quatsch. Sie hat, ist ein I-Cord. Ein I-Cord hier oben mit in die Löcher eingefädelt. Lochmuster. Eigentlich ein schönes Muster ist das hier. Fällt mir gut. Hier so eine ganz wilde Ecke. Hier so Fallmaschen. Hier ist wieder das Steven West. Ich finde die richtig, richtig kreativ. Also jeder, der ist jetzt nicht meine Farbe, oder? Dann ist euch ja klar. Aber ich finde die vom Aufbau her und was sie sich für Gedanken gemacht hat. Hier unten sind so viele Trödel wieder noch dran. Und so. Ich zeige euch das heute. Ich habe gesagt, darf ich das haben? Das zeige ich euch mal, weil ich weiß, dass viele nun Einzelstränge zu Hause haben oder so viele Reste. Ja, was spricht dann eigentlich dagegen, euch so ein, sie sagt Hippie, aber es könnte auch ein bisschen Boho sein, hier so ein Boho-Style-Tuch zu machen. Und die Form, wie man sich bestimmte Tuchformen erarbeitet, gibt es übrigens auch Tutorials auf YouTube, ob ihr ein symmetrisches Tuch wollt und wie ihr die Zunahmen da wählen wollt. Da gibt es auf YouTube alles Mögliche. Und dann nehmt euch ein Musterbuch, was schon seit ewigen Zeiten bei euch zu Hause vielleicht auch nutzlos oder ungebraucht im Schrank steht und macht euch doch mal euer eigenes Teil. Also ich glaube, ganz ehrlich, dass man mit dem Tuch angesprochen wird auf der Straße. Ist das schon wieder. Wenn man sich mit der Farbe nicht so wohl fühlt, dann... Aber der Gedanke an sich finde ich gut. So, und jetzt riechen alle Tücher wahrscheinlich nach mir, weil ich heute Preußen drauf habe. Da muss Regina jetzt durch. Ja, also das wollte ich euch doch mal zeigen als Anregung. Warum sollten wir Einzelstränge oder auch Reste nicht mal so verarbeiten? Wir haben alle so viel Stash zu Hause. Hier, das finde ich mal so ein cooles Projekt. Hat mich fasziniert, habe ich gesagt, kann ich das mal zeigen, durfte ich. Also an dieser Stelle tausend Dank an dich, Regina.
dass ich es zeigen durfte. Und vielleicht inspiriere ich ja den einen oder anderen da draußen, ein bisschen mehr Stash abzubauen. Macht doch mal euer eigenes Ding. Also ich wette mit euch, dass wenn ich sagen würde, ich rufe einen Karl aus bei den Operetten und jeder von uns macht so ein Restetuch. Frei. Frei, was er muss. Ich glaube, da kämen die kuriosesten Sachen bei raus. Jeder hätte eine andere Farbe. Keiner hätte das gleiche Muster oder das Design. Das finde ich so spannend. Und das zeigt wieder, jeder von uns hat die Möglichkeit, eben seinen eigenen Style zu machen. Also meine wäre wahrscheinlich, weiß ich, blau, grün, grau, braun, so. Und ich hätte auch vielleicht nicht das Lochmuster vom Steven West. Aber ich hätte bestimmt hier den I-Cord durchweben oder so. Das finde ich total klasse. Eine Quaste da dran oder ein Holzelement mit reingestrickt. Das finde ich zum Beispiel richtig toll. Und ich kenne auch welche, die würden wahrscheinlich rosa nehmen. Aber es gibt auch jemand, der genauso wie ich, eher ist so türkis bis teal-lastig. Guten Morgen, Jasmin. Ja, also das ist doch faszinierend. Also wenn ihr eine Freundin habt oder... Dann sagt doch hier, wollen wir uns mal hier so ein Tuch stricken und nehmt euch vielleicht eine Farbe als Freundschaft da rein, die ihr beide habt und ansonsten macht euch doch so verschiedene Tücher. Also ich finde das schon irgendwie eine gute Idee und man baut Stash ab. So, das war es eigentlich für heute am Strickigen. Ich habe wieder Taschen genäht, natürlich nicht die Welt, aber wenn ihr diesen Podcast seht, ist das, was ich fertig habe, im Shop. Ihr werdet, ihr müsst mal durchschauen. Ich habe ein bisschen was für Ostern gefärbt. Und den hier habe ich allerdings gerade von der Heizung genommen. Da weiß ich noch nicht, wie ich den nenne. Weil der darf natürlich auch nach Ostern im Shop bleiben. Candy Crush oder... Also da bin ich mal sehr pastellig geblieben, genau wie hier bei den Ostersträngen. Da bin ich auch mal etwas sanfter mit den Farben geblieben. Ansonsten, jetzt muss ich wieder überlegen, kommen in Rami noch diese Stränge, Heimat deine Sterne. Hier unten sind noch zwei Van Goghs. Die sind ja dann mit Gelb und Rot. Jetzt muss ich wieder überlegen. Hier, die hier kommen im Shop, das ist Lace. Das ist das aus England. Oh, das packt sich an. Das ist ein Singulo, das ist nicht verzierend. Das kommt noch rein. Ich mag nur nicht. Leider habe ich gar nicht so viele Hände, wie ich machen müsste. Und ich mache ja komischerweise immer erst das, was mir total Spaß macht. Oh, erst die Pflicht, dann die Kür, hat unsere Mutter schon immer gesagt. Ach hier, für unsere Männer da draußen. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, ne? Aber man überlegt ja manchmal Annahmen, oder? Dass er Pantoffel hält. Also ich bin auch ein Pantoffelheld. Ich habe nämlich eine Sendung gesehen, wie die meisten jetzt zu Hause im Homeoffice rumlaufen. Ja, und da waren von, ungelogen, da waren im Interview 4 Männer und 3 davon hatten Jogginghose an und Pantoffel. Das ist ein Pantoffelheld. So, was kommt noch? Ach ja, das ist meine hier. Natürlich liegen meine Sachen auch immer hier im Regal, war klar. Das ist ja das Schöne, wenn man, ich brauche einfach nur am Regal vorbeigehen und kann mir das nehmen, was ich will. Ach, Stoffe kann ich euch vielleicht noch zeigen, was an Taschen kommt. In so einem Petrol. Ich kaufe ja die Stoffe extra nur für Taschen ein. Und da nehme ich auch nur das, was mir gefällt. So richtig Blumen will ich ja immer nicht, ne? Aber dieser Kontrast zwischen diesem Petrol, dem Weiß, diesen Vögeln, die finde ich persönlich, und der Stoff ist so schön, hochwertig auch, dass der natürlich in den Shop durfte. Das gleiche kommt hier in groß. Das sind so praktisch so eine schwarz-weiße Strichzeichnung. Finde ich total gut, die Affen.
weil ich jetzt mal gefragt wurde, woher die Stoffe kommen, ja, die kaufe ich in einer Sisyphusarbeit wirklich nur für Taschen ein. Und da habe ich den größten Spaß bei, Stoffe auszusuchen. Das ist der Elefantenstoff und das sind die anderen Tiere von dem Elefantenstoff. Also ein Gepard und ein Flamingo. Die Tasche ist schon fertig und hier ist der Gepard in Gänze drauf. Weil ich mich wirklich entschlossen habe, die Tiere möglichst nicht auseinanderzuschneiden, weil das macht für mich keinen Sinn. Dafür kriege ich natürlich weniger Taschen genäht aus dem Stoff, aber auch bei Taschen gilt, es kommt nichts in den Shop, was nicht mir gefällt. Ist so. Und ich verstehe das auch, wenn einer sagt, jetzt hatte ich wieder eine Frage, ob ich irgendwie Hello Kitty Stoff besorgen kann. Habe ich einen lachenden Smiley zurückgeschickt und habe geschrieben, der war gut. Jetzt war aber der Ernst. Entschuldige mal bitte. Ich wollte jetzt wirklich hier keinem zu nahe treten, aber ich bin 50 Jahre alt. Und wer meinen Podcast schon länger guckt, der weiß, dass ich mit Hello Kitty nichts am Hut habe und auch bestimmt keinen Stoff besorge und das nennen werde. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendeiner einen Podcast hat, der auch Taschen Hello Kitty im Angebot hat. Ich weiß es nicht. Bei mir nicht, Schatz. Bei mir kriegst du ganz andere Sachen, aber bestimmt kein Hello Kitty. So. Ja, die grafischen Sachen kommen noch, das kommt. Ich müsste nur mal irgendwie durch so eine Maschine laufen, dass mir hier oben und da in dem Bereich vielleicht noch zwei Arme wachsen. Und es wäre nicht schlecht, wenn hier unten noch zwei wachsen würden, weil. Komm her. Weil, hey, muss ja auch geschmust werden, ne? Leute, der ist vor 14 Tagen fast gestorben. Junge, Junge, haben wir ein Glück, dass die Kuh noch mal vom Eis ist, ne? Jetzt ist er so lange Epileptiker und jetzt entzündet sich hin und wieder seine Bauchspeicheldrüse. Das heißt, der erbricht sich dann und kann das Essen nicht bei sich behalten. Er isst aber auch dann, wenn er es anfängt, sich zu erbrechen, stellt er sofort das Essen ein. Ihm geht es dann auch wirklich richtig schlecht. Ne? So schmusi, Ja. Also deswegen wäre das schlecht, wenn ich unten auch noch zwei Hände bekommen könnte, damit ich den Paul beschmusen kann. Ne? So, ihr Lieben. Zack, runter. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, infizieren. Das wäre nicht schlecht. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich schnippel das jetzt ein bisschen zusammen und ja, heute Nachmittag, wie gesagt, habe ich ja erstmal was anderes zu tun. Das ist ja immer, wir fahren ja eine Dreiviertelstunde hin, warten, Dreiviertelstunde zurück. Ach nee, heute ist ja Samstag, wird die Stadt nicht so voll sein, egal. Wird ja ein bisschen schneller gehen. Ja, auf jeden Fall, so ist das. Das Wochenende steht vor der Tür. Macht's euch schön. Genießt jeden Tag und jede Stunde. Den Kranken da draußen wünsche ich gute Besserung und den Gesunden, dass ihr natürlich gesund bleibt. Und macht doch nicht immer nur das, was die Bundesregierung sagt. Ja, wir haben doch alle einen eigenen Kopf, also bleiben wir noch ein bisschen geduldig, gehen lieber in der Natur spazieren, fahren Fahrrad, machen Inliner, kaufen uns einen Hula-Hoop-Reifen, machen mehr Gesellschaftsspiele in der Familie. Auf jeden Fall müssen wir alle noch ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen, weil so Inzidenz 200, mir persönlich, macht es total Angst. Ich mag das jetzt auch so nicht mehr. Ich werde mich noch ein bisschen mehr zurücknehmen und noch ein bisschen. Ich habe jetzt auch einen Schnelltest im Kühlschrank, obwohl wir uns ab nächster Woche auch bei uns in der örtlichen Apotheke testen lassen können. Das Credo bleibt jetzt wohl testen, 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 so früh aufbrechen und dann haben wir das auch irgendwann geschafft. Ich lasse an dieser Stelle ganz gewissentlich die Leute aus, die meinen, sie müssten zu der jetzigen Zeit nach Mallorca fliegen. Ja, ich bin auch urlaubsreif.
und meine Nachbarin ist auch urlaubsreif. Und vielleicht möchte meine Schwester auch gerne in den Urlaub fahren. Oder meine Mopperetten. Wir würden auch alle gerne in den Urlaub fahren. Aber es ist jetzt gerade nicht an der Zeit. Rücksicht ist mal gerade das Gebot der Stunde. Und dann können wir hinterher alle zusammen wieder fahren. Ja. Ich finde das, naja. Die Politiker. Habe ich auch drüber nachgedacht diese Woche. Noch ein kurzes Statement. Manchmal glaube ich, ehrlich gesagt, es wäre besser, die Politiker wären alle weiblichen Geschlechts. Dann hätten nämlich diese Hahn- und Gockelkämpfe mal endlich ein Ende. Und Frauen können auch mehrere Sachen gleichzeitig. Juhu! Und wahrscheinlich auch noch in der Situation klar denken. Also das wünschte ich mir doch. Es wäre wirklich mal, ich wüsste wirklich mal gerne, dass wenn nur Frauen in der Politik säßen, ob wir dann die Krise nicht schon längst besser bewältigt hätten. Ich glaube das fast. So, und alle Männer, die mir jetzt zugeschaut haben, die ich jetzt vielleicht etwas auf die Zehen getreten habe, sorry, ihr könnt 98 andere Sachen tausendmal besser wie wir Frauen. Aber zurzeit. Und hallo, wir sind im Superwahljahr. Das wird ja spannend, weil es zieht sich ja irgendwann mal wie eine kleine Schlinge bei euch um den Hals. Liebe Politiker, was ihr da gerade alles so vom Stapel lasst. Also das wird ein super spannendes Jahr. Und es liegt an uns, eins daraus zu machen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Und sage bis in 14 Tagen, bitte bleibt gesund. Ciao!